I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Wenn du dich schon mal gefragt hast, warum du ausgerechnet du in diese Familie, in der du lebst, hineingeboren wurdest oder selber bist, je nachdem, wie man es nimmt, dann ist diese Lesung heute genau das Richtige für dich, denn in dem Kapitel, das wir heute lesen, wird genau erklärt und auf den Grund gegangen, warum ein Kind, ein Baby, ein Mensch in genau diese oder jene Familie hineingeboren wird. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Eine Zukunft für die Jugend. Omra Mikhail Aivanov. Rai Isfor, Band 233. Kapitel 11. Warum wird man in diese oder jene Familie hineingeboren? Sicher haben die Jugendlichen manchmal recht, wenn sie die Auffassungen und die Lebensweise ablehnen, die ihnen die Familie aufzwingen will. Das bedeutet aber nicht, dass sie selbst immer etwas Besseres finden, denn der Wunsch allein ist nicht dafür ausreichend. Für einen jungen Menschen ist es sehr schwierig, den Weg allein zu finden. Und es besteht noch ein anderes Risiko, denn die Jugendlichen, die ihre Eltern ablehnen, wenden sich anderen Erwachsenen zu, die weder besonders erleuchtet noch ihnen wohlgesonnen sind und sie in gefährliche Abenteuer hineinziehen. Auch wenn die Eltern ihrer Aufgabe nicht immer gewachsen sind, ungeschickt und selbstsüchtig mit ihren Kindern umgehen und sie unterdrücken, lieben die meisten sie doch und wollen das Beste für sie. Leider gilt das aber für zahlreiche Menschen nicht, die bereit sind, die Leichtgläubigkeit und Naivität der Jugendlichen auszunützen, um eigene Bedürfnisse nach Prestige, Herrschsucht und Geld zu befriedigen. Deshalb sage ich der Jugend, Vorsicht, versucht euch nicht gegen eure Eltern aufzulehnen und habt es nicht so eilig, sie zu verlassen, in der Hoffnung, anderswo etwas Besseres zu finden. Wenn ihr euch in diese Familie und nicht in eine andere inkarniert habt, dann hat das einen Grund. Das Schicksal hat es ebenso gewollt, denn ihr habt da etwas zu lernen, zu erkennen. Im Universum gibt es eine Gerechtigkeit, eine absolute Intelligenz, die mit größter Genauigkeit entsprechend eurer Verdienste bestimmt hat, unter welchen Bedingungen, in welcher Zeit, in welchem Land und welcher Familie ihr euch inkarnieren musstet. Klagen eurerseits nützen nichts und werden nichts ändern. Ihr müsst euch in diese Situation fügen und erarbeiten und euch für die nächste Inkarnation bessere Lebensbedingungen verdienen. Wie viele Menschen machen ihre Eltern für ihre Misserfolge verantwortlich? Wenn ein Mann sagt, mein Vater war ein Säufer, meine Mutter eine Furie, sie verprügelten sich gegenseitig und auch mich, gaben mir kein Essen und keine Kleidung, ich besaß keine Schulbücher, deshalb bin ich im Leben gescheitert, meine Eltern sind daran schuld. Dann werden alle zustimmen. Ja, das ist wahr, der Arme kann nichts dafür, er hat ja in seiner Jugend so schlechte Bedingungen gehabt. Dem Anschein nach sind die Eltern dafür verantwortlich, denn auf der physischen Ebene muss immer jemand die Verantwortung tragen. Aber in Wirklichkeit ist der wahre Schuldige dieser Mann selbst. Denn er hat sich solche Bedingungen in früheren Leben selbst geschaffen. Sich selbst also und nicht seinen Eltern sollte er Vorwürfe machen. Hätte er es anders verdient, hätte er sich in eine Familie mit rücksichtsvollen Eltern inkarniert, die ihm die besten Bedingungen gegeben hätten. Deshalb bin ich nicht mit denen einverstanden, die die Frechheit und Unverschämtheit der Jugendlichen für gerechtfertigt halten, weil diese angeblich so viel klüger seien als ihre Eltern, diese verachten und sich ihnen widersetzen. Man begegnet manchmal ganz außergewöhnlichen Kindern, das ist wahr, aber solche Fälle kommen höchst selten vor und es stimmt nicht, dass die meisten Jugendlichen genial sind und das Recht hätten, sich gegen dumme Eltern aufzulehnen. Wenn ein Kind, ich wiederhole es, in diese oder jene Familie geboren wurde, dann gibt es einen Grund dafür. Da es nun einmal da ist, ist es zu spät für Verurteilung und Kritik. Wenn dieses Kind wirklich so genial ist, warum hat es sich dann in eine dumme Familie inkarniert? Es gibt gute Gründe dafür und es liegt an ihm, nachzudenken und sie zu erkennen. Es ist in diese Familie gekommen, um eine Lehre zu absolvieren, weil es Dinge gibt, die es lernen muss. Und so lange muss es seine Eltern akzeptieren.
Später wird man weitersehen. Wenn das Kind einmal in dieser Familie ist, darf es sie nicht gleich ablehnen. Erst wenn es wirklich den Beweis erbracht hat, dass es überlegen ist, kann es machen, was es will, aber nicht eher. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auch über einen Kommentar von dir. Schreib mir mal, was dir durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht hattest du ja eine Erkenntnis, eine Erleuchtung, einen erblitzenden Gedanken, warum genau du in genau deiner Familie gelandet bist und was dort deine Aufgabe ist, die du erfüllen kannst, was die Lehre ist, die du in deinem Leben durch deine Eltern und durch das Leben in deiner Familie lernst. Schreib's doch mal auf. Ich freue mich drauf. Und abonniere gerne meinen Kanal, teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Bis zur nächsten Woche, montags um 19 Uhr gibt es immer wieder die neuen Folgen, die neuen Lesungen. Ich stelle hier die Bücher von Omra Mikaela Ivanov vor. Und ja, alles Weitere kannst dich hier umschauen und findest auch in den anderen Folgen noch viel mehr Input, Infos und hoffentlich Themen, die dich interessieren. Tschüss, deine Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.